warm, sehr verehrter. Überzeugte sehr, sehr viele, mit den Geschwistern zu fliegen, als sie die Senke verließ. Er kniete vor Rega nieder, präsentierte ihr die Federkrone, die ihre Mutter für sie gefertigt hatte, und wartete, dass sie die Geste in ähnlicher Weise erwiderte. Sie erhob sich als Königin, beglückte Aga jedoch nicht mit dem Zepter, seinem Zepter. Trotz allem behauptete sie immer noch, er sei nicht bereit. Es war eine Prüfung seines Willens, richtig, seiner Ergebenheit. Eine Prüfung, an der er nicht scheitern würde, denn er war geduldig. So. Gemeinsam führten die Geschwister den Schwarm aus der Eichensenke fort, um neue Neste auf entfernten Zweigen jenseits des Waldrandes zu bauen. Aga flog auf Regas Geheiß nach nah und fern, dachte dabei immer an ihre Prüfung und kehrte mit Geschichten über all jenes, was er gesehen hatte, nach Hause zurück. Dunkle Wolken umgaben sie. Feuer brannten in Bäumen, die von donnernden Blitzen gespalten worden waren. Seine Schwester beherzigte seine Worte. Rega streute Orakelknochen aus und zeichnete ihre Krümmung wie verwitterte Eichenwindungen nach. Die darin zu erkennenden Zeichen waren eindeutig. Es näherte sich tatsächlich ein großer Sturm. Sie waren ihm im Weg, also bereiteten sie sich auf einen Krieg vor. Ich wünschte, du würdest es mir einfach geben. Ich könnte es nutzen, um dem entgegenzutreten, von dem wir beide wissen, dass es kommt. Es gehört dir nicht einmal. Der herannahende Sturm, von dem er spricht, war der Siedepunkt. Die Schlacht von Saturn gegen den König der Besessenen. Sie markierte den Übergang von Stabilität zu Dissonanz. Es ist mir nicht gelungen, Aldrin in Übereinstimmung mit meinen Zielen zu formen. Aber würde ich nun alles, was er einmal war, offenbaren und ihn mit dieser Vergangenheit konfrontieren, wäre er dann mein Bruder? Oder blieben nur Echos von ihm übrig? Ich erkenne, dass viele dieser gleichen Anfänge jetzt zu unterschiedlichen Ausgängen führen. Sag mir, wärst du so nachsichtig, wenn Krähe mehr von Aldrin in sich trüge? Würdest du ihn immer noch akzeptieren? Das Zepter ist durch einen Defensivschutz gesichert, damit niemand es entwenden kann. Entweder hat mein Bruder diesen Ort ohne mein Wissen gefunden und ihn ausgelöst, oder der Schutz wurde durch strukturelle Schäden an der umliegenden Architektur aktiviert. Es gibt eine Umgehung, einen geheimen Code, der über Dutzende von Terminals im gesamten erwachten Territorium verteilt ist. Keine Sorge, du musst sie nicht alle einsammeln. Ich werde die Einzelteile konsolidieren und umgestalten lassen. Während du wartest, musst du aber nicht untätig bleiben. Komm zu mir zurück. Meine Grenzgebiete werden bedroht. Xibo Arats Untergebene kamen als Diebe an meine Türschwelle. Diesen Übergriff müssen sie mit dem Tod bezahlen. Agas Zepter bahnt Pfade zu den eigenen Zielen. Der Kompass, den du bei dir trägst, basiert auf denselben Prinzipien wie diese Waffe. In Aldrins Händen hätte es jeden Winkel meines Königreichs miteinander verbinden können. Durch Xibo Arat würde es eine Omnipräsenz innerhalb des Riffs erschaffen, die selbst ich nicht niederschlagen könnte. Bring es sicher zu mir. Auch wenn es Aldrin nie gehören mag, so könnte es doch dazu dienen, zu lenken, was er geworden ist.
Du willst den Rest der Geschichte meines Bruders hören? Gut, das sollst du. Als der Sturm kam, ritten Rega und Aga ihm auf dem Wind entgegen. Gefolgt von einer Flotte aus Klauen. Es kam zum Kampf. Der Sturm nahm, wie es seine Natur ist. Viele starben, darunter auch Aga. Rega konnte nur zusehen, wie er immer tiefer fiel. Bis ihr Herz allein weiterschlug. Sie stieß in den Sturm, gab ihr Leben, um ihn aufzuhalten. Regas Geist stieg hoch in den Himmel auf, wo sie hoffte, ihren Bruder wiederzufinden. Stattdessen traf sie auf den Urheber des Sturms, eine bodenlose Quelle des Kummers, unerreichbar durch Vernunft, Feilschen oder Gewalt. Eine Stimme in der Dunkelheit. Und so breitete Rega ihre Flügel aus, um mit ihnen die Welt unter sich zu schützen. Doch mit den Jahren wurde ihr Federkleid dünner. Ihre Entschlossenheit schwand. Und eines Tages begann ihr Herz wie früher zu schlagen. Im Zweiklang, fern und doch anders. Ein wunderschönes Echo. Die Hoffnung rief sie heim. Aber trotz ihrer Gebete, Aga zu finden, kam er nie zurück. Ich spüre Aldrons Herzschlag noch immer. Irgendwo da draußen. Als Krähe zum ersten Mal meine Hallen betrat, sah ich einen Funken von Aldrons Glut in seiner Brust. Neugier und Geschwisterliebe sagten mir, ich könne diese Glut schüren. Ich hoffe, es stimmt. Ich hoffe, er ist mehr als das letzte Aufflackern einer längst erloschenen Flamme. Viele seiner Fehler waren nicht seine Schuld. Natürlich traf Aldrin eigene Entscheidungen, jedoch aufgrund der Einflüsterungen anderer. Mich eingeschlossen. Ich werde ihm mehr als leere Versprechungen bieten müssen, wenn ich diese Glut je wieder entfacht sehen will. Dies ist der Pfad, den ich Aldrin hinabführte. Wären gewisse Akteure ihren Rollen treu geblieben, hätte ich Aldrin Sov, den Lichtträger, geführt. Doch selbst Mara Sov kann nicht jeden kontrollieren. Ich schätze seine Auferstehung im Licht. Doch ich verabscheue es, meinen Bruder so verändert zu sehen. Seines Höheren selbst entblößt und entledigt. In dem, der er war, liegt immer noch Gutes. Vergeude es nicht. Er braucht einen Stern, der ihn leitet. Aldrin oder Krähe, in dieser Hinsicht sind sie gleich. So gebührt Agas Zepter dir, wie auch die Bürde und Freiheit, die es bieten kann. Sei achtsam, Hüter. Er neigt zur Ergebenheit.